Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über den perfekten Geschwisterabstand sprechen. Gibt es das überhaupt? Und einfach meine Erfahrungen dazu teilen, was ich so in meinen Familien, die ich betreut habe, so aufgeschnappt habe und wie es bei uns selber zu Hause war. Viel Spaß! Kurz zur Einleitung. Ich erzähle euch mal, wie alt meine Kinder sind. Mein Großer ist 12, meine Tochter ist 11, meine jüngste Tochter ist 4 und mein kleiner Sohn ist 2. Also wir haben 2 große und 2 kleine Kinder. Unsere ersten beiden Kinder sind 1 Jahr und 4 Monate auseinander, war nicht geplant und das ist auch sehr heftig gewesen. Es ist echt sehr stressig gewesen. Ich habe Erinnerungen an diese Zeit, dass ich manchmal Tage ausgeblendet habe und einfach dachte, durchhalten, durchhalten. Irgendwann wird es leichter. Ja, also man muss sich das so vorstellen, man hat dann 2 Kinder noch komplett in Windeln. 2 Kinder, die man immer fertig machen muss, die noch nichts großartig alleine können. Die müssen komplett angezogen werden, umgezogen werden. Da muss beim Essen noch geholfen werden, bei meinem Sohn, der dann ein bisschen über ein Jahr auch erst war. Also ihr macht alles doppelt. Und es zieht sich ja dementsprechend auch über eine lange Zeit. Ja? Mein Sohn 1 Jahr und dann kam meine Tochter und dann nochmal gleich hinterher. Ja? Und ich habe immer so gedacht, das ist wie Zwillinge. Nur noch schlimmer, weil man irgendwie das noch länger hat, ja. Und es zog sich echt sehr lange und es wurde besser, ja, als meine Tochter dann so, also die Kleine dann, so 3 war, dass sie auch ein bisschen was alleine machen konnte. Und dann waren sie schon relativ selbstständig. Mein Sohn war dann ja 4, fast 5. Und dann wurde es auch leichter und dann wurde es auch angenehm. Sie spielen natürlich schön zusammen. Aber dennoch fand ich den Abstand deutlich zu kurz. Und das würde ich nicht empfehlen und auch nicht nochmal so machen. Meinen ersten Sohn habe ich ja nicht lange gestillt. Ich habe da nur eine Zeit abgepumpt und dann relativ schnell leider abgestillt, weil ich, da war ich noch keine Hebamme und ich hatte einfach nicht, ja, habe es nicht hingekriegt und hatte nicht die Erfahrung leider und habe ihn dann abgestillt. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, man stillt noch sein Kind, ja, man hat ja gar keine Kraft, also auch wirklich für die nächste Schwangerschaft erstmal wieder, der Körper muss ja erstmal wieder auf seinen Ausgangszustand einigermaßen zurück. Man muss wieder zur Kraft kommen, man sollte vielleicht auch mal wieder erstmal durchschlafen, ja, ein bisschen Energie sammeln und dann das nächste Kind würde ich deutlich besser finden. Ich finde es sehr viel, ja, sehr viel verlangt von einem weiblichen Körper innerhalb von 2 Jahren 2 Kinder zu kriegen. Und deswegen würde ich das nicht nochmal so machen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen weiter. Ja, was ist jetzt mit dem Abstand von so 2 Jahren? 2 bis 3 Jahre. Vom Prinzip her keine schlechte Idee. Da habe ich oft die Erfahrung gemacht, wirklich auffallend häufig, dass da die Eifersucht beim ersten Kind sehr stark ist. Hatte ich selber bei meinen kleinen Kindern. Meine Tochter ist 2 Jahre und 5 Monate älter als mein kleinster Sohn. Und sie war sehr eifersüchtig. Sie hat das nicht in Eifersucht ausgedrückt oder auch nicht in Wut gegen das Baby oder gesagt, das Baby soll weg oder das Baby ist blöd, überhaupt nicht. Man hat einfach gemerkt, sie ist völlig, sie weiß gar nicht, was los ist. Und man muss sich ja auch vorstellen, ich habe ja zu Hause entbunden und ich war die ganze Zeit da. Es hat sich ja für sie gar nicht so viel verändert. Es waren immer, meine Eltern waren viel da, meine Mutti, es war ja immer jemand da. Und trotzdem hat sie echt richtig doll zu tun gehabt. Das war nachher so schlimm, dass sie sich übergeben hat mal abends. Und dann habe ich auch gesagt, ja, sie findet das alles zum Kotzen gerade. Sie fand das so schlimm. Und danach habe ich da ganz viel drauf geachtet bei Familien, die ich betreue. Und das habe ich immer gehabt, beim Abstand von 2 Jahren. Dass die großen Kinder da sehr, sehr eifersüchtig waren. Ich sage jetzt mal eifersüchtig. Es ist vielleicht gar keine Eifersucht, sondern einfach eine Überforderung, weil sie diese Situation nicht einschätzen können, ja? Weil sie das noch nicht so wirklich verstehen, was jetzt da los ist und sich wundern, was ist das für ein Baby und warum ist Mutti jetzt so viel mit dem Baby im Bett und überhaupt. Also das empfinde ich auch als, oder empfand ich auch als sehr schlimm. Aber das geht vorbei. Das dauert meistens so 2 Wochen. Ja, ich hab das wirklich sehr intensiv beobachtet. Und das ging meist 2 Wochen bei den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe oder die ich betreut habe.
Und dann wurde es besser. Dann hat sich das ältere Kind dran gewöhnt und dann wurde es auch wieder normal. Vorher machen die manchmal so einen Rückschritt. Sie weinen nochmal viel. Machen wirklich in der Entwicklung nochmal so einen kleinen Rückschritt. Das bleibt nicht, aber das habe ich wirklich häufiger beobachtet. So, als nächstes käme dann wirklich mein favorisierter Altersabstand. Und das sind wirklich so alles ab frühestens 2,5, eher so 3 Jahre. Das wäre so das, was ich toll finden würde. 2 Jahre Ruhe, Pause und dann wieder schwanger werden. Manchmal hat man ja, wenn man wirklich lange und viel stillt, auch gar nicht so sehr früh einen Eisprung, ja, sodass die Natur das schon ganz clever macht. Aber so nach 2 Jahren haben wir die meisten dann soweit abgestillt oder viele, vielleicht auch schon früher, ne, darum geht es auch nicht. Aber ich glaube, in der Natur ist das so ein ziemlich natürlicher Altersabstand. Wenn man mal so guckt, auch bei Frauen, man nabelt sich von dem ersten Kind so ein bisschen ab, im Sinne von, der Papa übernimmt mehr. Ja, man ist nicht mehr die Alleinunterhalterin. Und ja, man ist dann emotional, denke ich, bereiter für ein zweites Kind oder drittes Kind, viertes Kind, wie auch immer. Und das wäre so wirklich mein Favorit, 3 Jahre. Weil das große Kind ist dann vielleicht schon aus den Windeln raus. Es geht alleine an den Tisch, in seinen Stuhl. Kann sich vielleicht auch schon eine Stulle schmieren, alleine das Essen. Jetzt nicht alleine sich Frühstück machen, aber so sich am Tisch bedienen, alles alleine machen. Töpfchen wäre mir ganz wichtig. Ist echt praktisch, wenn man nur ein Windelkind hat. Ja, und man kann einem 3-jährigen Kind auch schon erklären, oder es versteht es anders. Ich erkläre es natürlich auch einem 2-jährigen Kind, dass ein Geschwisterchen kommt. Aber inwieweit es dann verstanden wird, ja, das geht schon mit einem 3-jährigen deutlich besser. Die gehen dann vielleicht schon länger auch in die Kita und sind da gut eingewöhnt, haben da ihre ersten Freunde, sodass sie auch gerne in den Kindergarten gehen. Und der Abstand von 3 Jahren ist immer noch so, dass die Kinder zusammen spielen. Das habe ich bei meinen Kindern beobachtet. Und aber auch, also bei meinen Kindern, die haben hier im Ort halt auch Freunde. Und dann gucke ich immer, wie unterschiedlich sind die vom Alter her. Und bis 3, 3,5 Jahre ist das gar kein Problem. Und die spielen super gerne zusammen und sind, haben halt Freunde auch mit so einem Altersabstand. Das finde ich, ja, persönlich ist echt noch ein schönes Alter. Nachher wird es dann vielleicht schon schwieriger mit 5, 6 Jahren Unterschied. Sind die Interessen nachher schon sehr, sehr unterschiedlich. Als unser drittes Kind kam, waren ja meine großen Kinder so zwischen 6 und 8 Jahren alt. Und da ist natürlich der Vorteil, dass sie das schon ziemlich gut miterleben. Ja, dass sie das wirklich ganz bewusst mitkriegen. Oder wächst ein Baby, sie streicheln den Bauch. Klar, das machen auch 2-Jährige, aber das ist ja meist eher so, Mama hat da jetzt einen Bauch, toll. Und man freut sich natürlich darüber, wenn man selber schwanger ist, aber es ist noch nicht so bewusst, ja. Also ein 6-jähriges Kind, ein 8-jähriges Kind, die wissen schon genau, okay, da kommt ein Baby und wir richten ein Kinderzimmer vielleicht ein, wir haben kleine Babysachen gekauft, das Baby kriegt eine Windel, kann ich das Baby mal halten, Mama? Ja, also die kriegen alles ganz bewusst mit. Ich glaube, das ist schon auch sehr schön, gerade für Mädchen vielleicht auch. Also ich weiß noch, meine Freundin hat, da war sie 10, einen kleinen Bruder bekommen und ich weiß noch, dass ich so neidisch war. Ich wollte auch so gerne noch ein kleines Geschwisterchen haben. Und ich war richtig neidisch, das hat sie mir erzählt, das weiß ich noch, das tut mir heute natürlich leid. Aber ich habe echt so gedacht, oh, ich will auch, wieso kriegt die noch einen kleinen Bruder, ja? Und das hätte ich als junges Mädchen schon toll gefunden, wenn meine Mama noch mal ein Baby bekommen hätte. Ja, also das ist so der Vorteil, finde ich, wenn die Kinder älter sind. Wenn die Kinder noch älter sind, 12, als Beispiel jetzt mal ganz grob, vor Augen, wenn ich jetzt ein Baby hätte, der könnte mir schon richtig helfen, ja. Nicht im Sinne von, er kann mir natürlich das Kind nicht abnehmen, aber dass ich sage, oh, das Baby weint, ich will mal duschen, kannst du es mal hochnehmen? Ja, dass er auch mal was machen könnte. Das ist natürlich der Vorteil, wenn die Kinder schon so viel älter sind, ja, oder wenn man nochmal so einen Nachzügler hat, dass die Kinder auch mithelfen können. Oder sie können dann mal einen Schnuller geben im Auto, wenn man im Auto fährt oder sowas, ja. Natürlich können sie einem nicht die Kinderbetreuung abnehmen. Aber das ist schon sehr cool. Auch ich kann meine Kleinkinder auch mit meinen, oder zumindest meine Tochter, meinen 2-Jährigen lasse ich noch nicht alleine hier. Aber die 4-Jährige würde ich auch schon, wenn ich mal Brötchen hole, hier bei meinen großen Kindern lassen. Ja, also das ist auch praktisch. Man ist natürlich, wenn der Altersabstand, umso größer der Altersabstand wird, umso länger ist man natürlich auch als Eltern eingespannt in die Kinderbetreuung.
Und umso weniger hat man dann die Kinder, umso später hat man die Kinder aus dem Haus, ja, umso länger ist man so Mutter. Ist natürlich Geschmackssache. Ich finde das toll. Ich sage immer zu meinem Mann, oh Gott, was machen wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Dann sind wir hier, pass mal auf, dann sind wir ganz schnell alt und faul und was weiß ich. Und manche finden das ja gut und wollen das vielleicht gar nicht, so ewig lange Mama. Und ich habe auch viele Freunde, die sagen, oh, ich bin froh, dass diese Babyzeit vorbei ist und dass die Kinder jetzt selbstständiger sind. Ich bin froh. Und ich denke immer so, oh, mein Baby, ich will noch ein Baby, das ist so süß. Ja, also das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber da wäre es natürlich auch praktisch, einen kürzeren Altersabstand zu haben, wenn man die Kinder schnell, wenn man schnell wieder frei, mehr Freiheiten möchte und man sagt sich, aber ich will gerne zwei Kinder haben, dann ist es natürlich auch cool, ziemlich schnell das zweite zu kriegen. Ein Abwasch, wie man so schön sagt. Ja? Und es ist emotional auch leichter, finde ich. Ich hatte schon auch doll zu tun, als mein drittes Kind kam. Das war nochmal sehr ungewohnt. Das war nochmal wie so ein erstes Kind, so ein bisschen, ja. Du hast ja ewig schon durchgeschlafen wieder. Die anderen Kinder haben durchgeschlafen. Du musstest dich da abends um nichts kümmern. Und jetzt auch immer wieder ein Baby, was gestillt werden will, was sich alle zwei Stunden nachts meldet oder jede Stunde. Und nochmal sich dieses Umgewöhnen war schwer. Das war dann beim vierten leichter. Da war der Abstand dann ja nicht so groß. Und da war es dann wieder leichter. Also dieses Umgewöhnen ist natürlich auch leichter, wenn man das schneller hintereinander macht, als wenn man so lange wartet. Medizinisch gesehen, so aus Hebammensicht, würde ich immer ein Jahr Schwangerschaftspause empfehlen, gerade auch wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet und da die Narben erstmal heilen müssen. Generell immer Beckenbodentraining machen, versuchen den Körper wieder so ein bisschen zurückzukriegen in den Zustand, wie er mal war. Das klappt natürlich nicht zu 100%, aber das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Es wird ja nicht besser, ne? Es wird mit jedem Kind schwieriger und anstrengender. Beim ersten Kind klappt das mit der Rückbildung noch sehr gut, meistens. Und es wird mit jedem Kind so ein bisschen schleppender. Ich weiß nicht warum. Das Alter oder einfach, weil alles noch mal mehr überdehnt ist, ausgedehnt ist. Ja, also auch die Rückbildung vom Bauch etc. Und deswegen würde ich immer empfehlen, mindestens ein Jahr und auch, ja, je nachdem. Tendenziell finde ich es auch nicht schlecht, eine Zeit lang abgestillt zu haben, bevor man wieder schwanger ist. Kommt immer darauf an, wie viel man stillt. Aber das hatte ich auch beim dritten zum vierten Kind. Ich bin in der Stillzeit schwanger geworden, habe auch noch relativ viel gestillt. Und das hat schon sehr gezerrt. Das habe ich in der Schwangerschaft gemerkt, dass da hier und da mal die Kräfte gefehlt haben. Habe dann ja auch so Nahrungsergänzungsmittel eingenommen und ja, also ein Jahr würde ich so rein aus Hebammensicht auf jeden Fall warten. Das müsst ihr eurem Körper echt gönnen. Die Rückbildung, das tut sich einfach nicht in den ersten 6 Wochen. Ja? Das ist einfach Quatsch. Ihr müsst aktiv auch was machen, Beckenbodentraining und es dauert einfach. Ja? Und wenn ihr gleich wieder schwanger werdet, habt ihr einfach auch für viele Sachen ein höheres Risiko. Zum Beispiel für eine Frühgeburt. Ja, und deswegen lasst euch so ein bisschen Zeit. Das läuft euch nicht weg und genießt vor allem auch die Babyzeit. Ja, auch mein Zweijähriger ist noch mein Baby. Es ist mein Baby. Und ich muss jetzt nicht ein kleines Baby haben. Der ist 2 Jahre und 3 Monate alt und es ist so niedlich. Und ich genieße das immer noch, dass es mein Baby ist. Er kommt kuscheln, ich bringe ihn ins Bett. Und das hätte ich bei meinem ersten Sohn auch gerne länger so gehabt. Im Nachhinein, ja, und nicht nur ein Jahr. Ja, ich glaube, jetzt habe ich lang genug erzählt. Das waren so meine Erfahrungen zu dem Thema. Schreibt doch gerne, falls ihr schon mehrere Kinder habt, eure Erfahrungen in die Kommentare. Ja, ansonsten hoffe ich, das war wieder interessant für euch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!